ein richtig cooler Satz. Promise yourself, you will never give up. Hallo am Montag, dem 27. März. Wir starten hinein in den Business Vlog Ausgabe 115 und diese Woche hat schon spitzenmäßig begonnen. Erstens einmal sind alle Beiträge für die nächsten Woche organisiert, in YouTube eingepflegt und so weiter und ich bin da ziemlich relaxed. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch die Videoschulung noch produzieren, die ich auch schon angekündigt habe. Ja. Was war sonst noch heute? Spitzenmäßiger Termin um 11 Uhr am Vormittag mit einem Online-Shop-Betreiber. So ein bisschen Hintergrundinformationen auch gesammelt für Logistik, für die Leaf Green und so. Und auch grenzgenialen Input bekommen. Und dann bin ich gleich weitergefahren, weil ich war jetzt den ganzen Tag in der Stadt drinnen unterwegs. Dann bin ich weitergefahren Graz Nord zum nächsten Termin. Habe mich dann reingesetzt in das Café Kern, Graz Nord, ja. Die haben da ein tolles WLAN, damit kann ich arbeiten und habe dann im Prinzip angefangen zum Arbeiten und dann, und ich blende das jetzt da ein, dann kommt von hinten jemand so hinein und sagt dann, ah, Sie sind ja der Herr Straten aus den Videos, oder? Grenzgenial, ja. Ich kenne die Person, den Karl-Heinz Ganster aus Facebook und er folgt mir auf Facebook, auf der Fanseite oder auch privat und ich sehe immer, was er so tut und er sieht, was ich so alles mache. Und heute war der allererste persönliche Kontakt, ganz spontan, alle mich gesehen hat und dann ist er rein. Und dann auch noch ein tolles Gespräch mit jemandem, der sich mit dem Thema der Streitkultur beschäftigt. Ja? Also wie kann man Konflikte ausreden, sprich Dinge nicht in sich hineinfressen. Wirklich ein spitzenmäßiges Gespräch gewesen. Sie war aus dem, oder sie kommt aus dem Online-Shop-Bereich. Ihr Freund ist auch noch im E-Commerce tätig. Und als ich so ein bisschen über die Leaf Green erzählt habe, was wir da so alles so vorhaben, mit der Kundenbetreuung, mit den Videos und so weiter, da ist bei ihr richtig das Herz aufgegangen. Und da habe ich auch gespürt, das Ding wird funktionieren, ja. Und was mir wieder so grenzgenial taugt, ist, dass ihr da auf dieser Reise dabei seid, wie wir dieses weitere Unternehmen, die Leaf Green, aufbauen. Jetzt mache ich aber Schluss, weil ich bin schon ein bisschen verspätet. Zu Hause wartet jetzt da schon im Office der Daniel und die Nadine auf mich von der Leaf Green. Wir haben noch einige Punkte zu besprechen, Produkte sind bestellt und so weiter. Aber es gibt noch so viel zu tun im Hintergrund. Heute ein grenzgenialer Tag gewesen, obwohl es kalt war. Ja, und in dem Sinne, wir hören uns dann morgen am Freitag. Dienstag. Heute Dienstag, 28. März, spitzenmäßiger Tag draußen, es scheint die Sonne, wir haben um die 22 Grad auf der Terrasse und trotzdem bin ich jetzt in den kühlen Keller gegangen, weil ich glaube, ich habe mir heute den allerersten Sonnenbrand geholt bei meinem Termin. Ich war nämlich am Flughafen Graz um 12.30 Uhr, habe mich getroffen mit dem Sebastian Prohaska von der Firma IT Helps. Den kennen vielleicht noch nicht viele, aber ich verlinke euch jetzt da oben drinnen in der Infokarte mein damaliges Interview mit ihm, wo ich im Prinzip über meine Tätigkeit gesprochen habe. Also könnt ihr im Prinzip das Video von meinem Interview mit ihm gemeinsam anschauen. Und ja, wir sind draußen am Flughafenfeld im RS gesessen. Es war spitzenmäßiges Wetter. Die Sonne hat hinten bei mir draufgeschaut. Ich hoffe, dass ich nicht wirklich aufbrennt bin. Ja. Daneben sind die Flugzeuge gekommen, gestartet. Das war wirklich ein spitzenmäßiges Feeling. Und es war auch wieder der Thomas da, der Restaurantleiter, und die Nadine und ich haben ja ein besonderes Verhältnis zum Flughafen Graz, weil wir im Prinzip uns dort das allererste Mal gesehen haben. Was war sonst heute noch? Leaf Green, sehr viel gearbeitet am Vormittag, AGBs rausgeschickt, Webshop-Optimierung und so weiter. Und so wie es ausschaut, am Freitag bekommen wir die allererste Lieferung unserer Garden Power Produkte. Ja. Also ich bin mega stolz jetzt auf das Ganze, dass es so in Bewegung kommt, dass die Produkte jetzt da kommen, step by step, dass wir mit dem Verkaufen beginnen können. Und es zeigt auch wieder, niemals aufzugeben. Ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Wochen mit Plan A, dann mit Plan B, dann mit Plan C über die drei Fs das Ganze zu finanzieren. Es ist natürlich eine Riesenverantwortung, ja, weil es geht da doch um einiges an Kapital für die ganze Investition, die wir jetzt da getätigt haben, ja, die wir jetzt natürlich nicht bei Banken haben, aber trotzdem, das ist eine Riesenverantwortung, jetzt da das Baby auf die Schiene zu bringen und wo man ehrlich sagen muss, wo ich auch nicht weiß, wo geht die Reise hin, ja. Du kannst noch die besten Businessplan-Rechnungen machen oder wie auch immer. Es entscheidet dann immer das Tun und dann, wie das Ganze aufgenommen wird. Ja, also ich gehe schon davon aus, dass es ein Erfolg wird.
ob das jetzt da positiv oder negativ ist, ihr kriegt das hautnah mit. Ja? Das heißt, wenn ich auf die Schnauze fallen sollte, dann seht ihr es leider auch. Ja, aber ich glaube, das macht auch das Leben aus und es zeigt auch davon, niemals aufzugeben. Ja? Das heißt, einfach weitermachen. Und die letzten 5 Monate waren wirklich hart mit allen Höhen und Tiefen, die wir schon mit diesem Unternehmen durchgemacht haben. Es war alles positiv immer, aber es ist wirklich spitzenmäßig, was Daniel, Nadine und ich in dieser kurzen Zeit mit der Carina zusammen auf die Beine gestellt haben. Ja. Also es läuft da in dem Bereich richtig gut jetzt. Ja, was war sonst noch heute? Die Post gekommen, mein nächstes Buch, ja, nämlich vom Gerald Hörhahn, Der stille Raub. Das ist das nächste Buch, das ich lesen werde, weil mit dem Jim Rohn bin ich demnächst fertig. Jim Rohn beim Buch brauche ich doch ein bisschen länger, es ist in Englisch, ich muss halt einige Englische werde ab und zu nachschauen, aber das wird das nächste Buch. Und heute, wir haben jetzt 16 Uhr, ich werde jetzt noch ein bisschen im Homeoffice arbeiten und um 18 Uhr fahre ich dann in die Stadt hinein zu meinem Lions Club zum nächsten Meeting. Okay, das war es jetzt dafür heute Dienstag und wir hören uns morgen am Mittwoch. Mittwoch, 29. März. Ja, gestern ist es ein wenig später geworden. Ich war ja bei meinem Lions Club mit Damen und Gästen. Wir haben einen Vortrag gehabt über chinesische Medizin, über TCM, über Akupunktur und so weiter. War wirklich interessant. Und dann hat es etwas gegeben, nämlich eine Auszeichnung. Und die hat mich wirklich am falschen Fuß erwischt, obwohl das eine spitzenmäßige Geschichte ist. Ja. Ihr alle wisst, ich bin beim Lions Club dabei, bin in den Club Lions Club Graz Thüringen eingetreten im Jahre 2008-2009, also im Clubjahr 2008-2009. Und die Lions ist ja ein Service-Club für Charity, für Unterstützung für bedürftige Menschen. Und die Organisation ist im Jahre 1917 von Melvin Jones gegründet worden oder mitgegründet worden und hat in diesem Jahr jetzt sein 100-jähriges Bestehen. Und in der ganzen Welt gibt es im Prinzip die 100-Jahr-Feiern, ja, zum Beispiel auch Mitte Mai in Graz mit einem riesengroßen Konzert, weil in Graz hat es ja den allerersten Lions Club in Österreich gegeben. Ja. Und gestern bekam ich eine Auszeichnung von meinem Club, nämlich einer der höchsten Auszeichnungen, die man jetzt da so vergeben kann, nämlich der ist von der Lions Club International Foundation, nämlich den Melvin Jones Fellow. Ja, das ist einer der höchsten Auszeichnungen, die man bekommen kann für Unterstützung im humanitären Bereich. Also ich bin noch relativ jung und dass ich mit meinem Alter schon diese Auszeichnung erhalte, erfüllt mich wirklich mit Stolz und Dankbarkeit, weil mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, ich bin ja in meinem Club drinnen schon, ich glaube das 6. oder 7. Jahr Schatzmeister, ich mache die Finanzen, ich mache die Projekte. Also es ist doch sehr, sehr viel Arbeit, aber wenn man sowas etwas erhält, ja, das erfüllt einen wirklich damit Stolz. Ja. Und diese Auszeichnung der Melvin Jones Fellow, ich habe es gerade auch auf Facebook gepostet und Instagram, der bekommt einen Ehrenplatz bei mir in der Bibliothek drinnen und das werdet ihr auch in Zukunft dann in den einzelnen Videos auch drinnen dann sehen. Was war sonst noch? Heute relativ ruhig, um 9.30 Uhr war schon jemand da, nämlich für Festnetztelefonieanlage, aber mit Nebenstellenanlagen und so weiter, aber alles auf Mobilfunkbasis, das haben wir heute besprochen. Jetzt bin ich gerade dabei, dass ich das meinen Kunden empfehle und wenn wir das Ganze umsetzen, dann gibt es die nächste Dienstleistung in meiner Firma drinnen, wo wir das Ganze erweitern. Ja. Ansonsten heute, ich bin ja relativ müde, weil ich ja früh aufgestanden bin, weil ich nicht mehr schlafen konnte, also schon um 6 Uhr aus den Federn hinaus und diejenigen, die mich kennen, die wissen, das ist nicht wirklich mehr Zeit. So, jetzt kommt wieder die Sonne draußen raus, ich werde jetzt fertig arbeiten, wir haben jetzt da um die 16 Uhr was herum und werde dann was lesen und wir hören uns dann morgen am Donnerstag. Es ist noch Mittwoch, 30. März, knapp vor Mitternacht. Ich sitze noch immer im Homeoffice, weil ich besser sämtliche Unterlagen für morgen vorbereitet für unser Leaf Green Meeting im Headquarter in Wagner. Da hinten setze ich die ganzen Unterlagen, Investorenunterlagen, Rückzahlungspläne, Belege, Rechnungen, Provisionsabrechnungen, also mit allem drum und dran, die wir morgen im Büro durchgehen müssen. Und was auch sehr toll ist, morgen kommt die allererste Lieferung, die ist angekündigt, nämlich von Garden Power. Die Produkte haben wir ab morgen auf Lager. Die Webseite braucht noch ein bisschen, ja, aber wir sind auch hier schon am Endspurt und so weiter, dass wir mit dem Produkt mal loslegen können, aber deswegen ist ja auch morgen das Meeting mit diesen Unterlagen so wichtig, ja. Dann hat es heute auch schon wieder einen kleinen Rückschlag gegeben, aber das Ganze hat im Prinzip nur, ich glaube, um die 2 Stunden gedauert, bis wir einen kompletten Relaunch in diesem Produktbereich gemacht haben, dazu dann später mehr, wenn wir das Ganze finalisiert haben und es zeigt auch wieder, es wird nie Plan A, ja.
Du brauchst immer Plan B oder C, du musst flexibel sein im Business drinnen und was einer der wichtigsten Dinge ist, und das habe ich auch schon so oft gesagt in dieser Ausgabe drinnen, gib niemals auf. Wenn du eine Idee hast, bleib dran, mach weiter. Auch wenn es vielleicht nicht das Ursprüngliche wird, so wie es du ursprünglich geplant hast, bleib dran, sei flexibel und lass nicht locker, ja. Und gestern habe ich ja das Buch gelesen vom Jim Rohn, das habe ich jetzt gestern fertig gelesen. Und es ist grenzgenial, was da nämlich ein Satz dabei ist. Das ist im letzten Kapitel drinnen dann, wo es um Action geht und diese Dinge, also um das Do It, um das Tun. Und da steht zum Beispiel drinnen ein richtig cooler Satz: Promise yourself you will never give up. Ja, also in dem Fall nie aufgeben. So, ich bin jetzt da richtig müde, ich habe sehr viel vorbereitet für morgen und deswegen gehe ich jetzt schlafen. In dem Sinne, bis morgen. Freitag, 31. März, der letzte Tag im März ist angebrochen, aber so schon wieder Nachmittag. Ich sitze heraus, so wie der letzten Woche auch diesen Business Vlog Ausgabe 115 beende ich draußen in der freien Natur. Ja, heute spitzenmäßiges Meeting gehabt in Wagner, in der Südsteiermark, in der im Headquarter der Leaf Green. Was ich leider nicht filmen konnte, war die allererste Lieferung. Die ist in der Zwischenzeit eingetroffen, leider erst am Nachmittag. Wir haben im Prinzip am Vormittag damit gerechnet. Also hat sie immer wieder verzögert von dem Ganzen. Deswegen kann ich jetzt ein Foto einblenden der allerersten Paletten. Ich habe es leider noch nicht in der Hand gehabt, aber spitzenmäßig. Ja, morgen werde ich wieder im Büro unten sein, die nächsten Dinge durchbesprechen und auch die ersten Produkte mitnehmen, weil wir machen im Prinzip ein Fotoshooting dann bei uns hier für den Online-Shop, damit im Prinzip die Fotos dann drinnen sind von den einzelnen Produkten. Was auch sonst noch, ich blende es da auch noch kurz ein, diese Woche ist ein Produkt gekommen mit effektiven Mikroorganismen, nämlich Miox. Das sind die Nadine und ich gerade dabei beim Testen und wie es mir beim Testen beim allerersten Schluck gegangen ist, schaut selber mal. Ja, damit geht dieser Business Vlog Ausgabe 115 wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich irrsinnig freuen mit Daumen nach oben. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, einfach mich kontaktieren und auf den unterschiedlichsten Social Media Kanälen. Und was auch wichtig ist, ich möchte mit euch kommunizieren, deswegen unten einfach auch Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jedes konstruktive Feedback. Ja. Und ja, in dem Sinne, mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht. Motto dieser Woche: niemals aufgeben, bleibt euch treu. Und in dem Sinne, bis nächste Woche.